Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Schlacht um Mittelerde 2, ist die Age of the Ring Mod. Wir spielen heute wieder hier eine Runde Skirmish, wie immer sonst auch, aber diesmal mit einem kleinen Twist. Wir spielen eine Fortress Map, bedeutet eine Festungskarte. Haben wir bis jetzt noch nicht gemacht und ich habe gedacht, das nehmen wir jetzt uns mal vor. Wir nehmen jetzt am Anfang mal wieder drei einfache, dann tun wir einen schweren dazu und werden dann immer mal schauen, wie das Ganze läuft. Wir nehmen uns heute die Festung Karas Aladon vor. Das ist, wo Lady Galadriel und Celeborn wohnen normalerweise. Bedeutet, wir werden heute auch als Elben spielen. Lorien. So. Müsste jetzt circa passen, wohl. Galadriel in Lorien. Ist schwer zu sagen eigentlich, wenn man es so sieht. Nee, passt schon. Oder, warte mal. Sicher stimmt das. Galadriel, Lorien, sicher. Wir nehmen hier drei Peasants. Die sind natürlich, was sie sein wollen. Kommen hier außen irgendwo hin. Ich habe keinen Plan, wie die Festung aussieht. Ich habe die Welt noch nie gesehen. Deswegen wird es jetzt auch richtig interessant. Regeln passen auch vollkommen. Also, let's go. So, wir haben Gondor, Mordor, Gondor und Isengard. Ach stimmt, die bekämpfen sich jetzt auch gegenseitig. Das sollten wir beim nächsten Mal dann ändern, dann sind die drei gegen uns. Das wird zwar richtig unangenehm, wenn von drei Seiten dauernd auf einen einstimmen, aber ich glaube, die Festungen haben kleine Tweaks. Aber wir werden es jetzt sehen. Ich kenne es ja, wie gesagt, nicht. Oh, okay. Ich spiele mit Festungsbauplätzen. Auch nicht schlecht. Garnison. Wie soll ich denn den Scheiß nachher wieder finden, wo ich was gebaut habe? Wo sind eigentlich meine Tore? Fangen wir damit an. Wo sind meine Tore? Okay, da ist ein Tor. Da ist ein Tor. Waren das alle Tore? Alter, ich bin komplett überfordert. Ich sehe nur Bäume. Hilfe! Mullentree. Was können wir... Ich habe keinen Körper. Okay. Von der... Aussage her, dass ich bestimmt genug krieg. Ich habe wieder kein Geld. Fuck, ich habe keine Kohle mehr. Ach guck mal, ich hätte hier oben auch noch Bauplätze. Ja, gib mir doch mal Geld mit denen. Was soll ich denn ohne Kohle anfangen? Ich brauche Geld. Boah, ich hätte echt gedacht, dass ich mehr Bauplätze hätte. Ah, da ist ja schon alles voll geworden. Hier überall sind Türme. Also, what? Ne, den habe ich nicht gebaut. Okay, also es sind schon vier... Alter, wie ist denn diese Festung aufgebaut? Ich habe null Plan, wo ich mit den Einheiten langlaufe. Alter, das wird richtig eklig nachher, ich sag's euch. Alles schon, dass ich nicht genug Kohle krieg. Kann ich denn wenigstens rein theoretisch einen Baumeister bauen? Builder, 500. Okay. Sie sind auf jeden Fall schneller wie ich dran, weil ich habe bis jetzt noch nicht mal gecheckt, wo ich was gebaut habe. Ah, hier ist auch noch ein Tor. Ah, nee, das ist das Tor, was ich vorhin... Fuck, ich habe null Plan, wo ich gerade bin. Help! Fuck, wo ist denn hier noch ein Bauplatz? Enting? Was sind das? Increases Command Points. Eine Schmiede. Jo, sicher, die brauche ich auch noch. Also Geld ist aktuell echt Horror. Ich hätte echt gedacht, dass das besser ausgeht bei mir, aber... Irgendwie nicht. Die Festung schaut cool aus. So muss ich den lassen. Sicher. Lorien, Galadriel. Ich bräuchte nochmal einen Bauplatz, bitte. Dankeschön. Alter, finden wir die ganzen Drecksbauplätze hier. Ich sehe nichts. Ich baue noch eine Garnison hier hin. Bauplätze, wo seid ihr? Alter, irgendwie muss es doch einen Weg geben, die schneller zu finden. Oder allein bei so einer Karte. Halt, voll unübersichtlich. Ich finde es geil, die Idee, dass du sozusagen nicht selber bauen musst, sondern dass du fest definierte Bauplätze hast. Aber dann würde ich die auch gern gut sehen, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich einen übersehen habe. Da habe ich noch einen übersehen. Schauen. Und da auch. Ich bin mir zu 100% sicher, ich habe noch einen übersehen irgendwo. Trespassers?
Ach schon. Kommen die zu mir? Was sind das? Gondorianer. Ja, die kommen zu mir. Ah, das Tor ist jetzt so. Zu. Das haben sie jetzt gleich auch gerade gecheckt. Was ist denn da? Warum habe ich da ein Mauerstück stehen? Please, what? Hä? Kann man das einer erklären? Ich habe da einfach ein Mauerstück stehen. Entfernen wir das mal. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Also, Gondor schickt gerade seine Einheiten zum Sterben. Und ich habe immer noch nicht die leiseste Hoffnung, dass ich alles erwischt habe bis jetzt. Ah ja, muss mich auch unbedingt mal bedanken bei euch in letzter Zeit für euren Support. Der Kanal wächst stetig und immer besser wie sonst auf. Davor, wir haben allein in den letzten 28 Tagen plus 12 Abonnenten dazu bekommen. Ich begrüße jeden neuen Abonnenten und freue mich, dass ihr hier seid und den Kanal zuschaut. Mich würde es freuen, wenn ihr die Glocke drückt, dann kriegt ihr auch jedes Mal eine Info drüber, wenn ein neues Video gepostet wird. Okay, ich kann keinen bauen. Und ja, ich hoffe, dass ihr bleibt, also euch der Kanal fällt. Und ihr könnt ja gerne immer wieder Ideen schreiben, was ihr gerne mal sehen würdet auf meinem Kanal. Weil, wie gesagt, ich werde vielleicht mal die Lord of the Rings Serie hier, oder die Age of the Ring Battle Serie hier irgendwann mal einstellen. Einfach, weil wir dann so viel gemacht haben schon mit dem Zeug, dass nicht mehr wirklich klar ist, was wir sonst machen können. Increased 100 Reach Upgrade gains ability to fire at enemies at great range. Wir bauen mal das Update. Ich hätte gerne ein paar Reiter. Also ich habe mit meinem Cousin mal so eine Karte gespielt. Problem da war, er hat mich einfach vernichtet. Also irgendwie hat er so viel Kohle gehabt, dass ich draußen mit Aufbauen nicht genug Geld hatte, um ihn zu verteidigen. Vielleicht lag es daran, dass er nicht so viel aufbauen musste wie ich, weil er halt limitiert war. Ich habe halt viel aufgebaut. Aber auf jeden Fall war ich relativ schnell tot. Beziehungsweise, ich habe lange überlegt, weil ich immer mich wieder irgendwo klein aufgebaut habe, aber irgendwann war das Geld halt weg, ne? Kannst du auch nichts machen am Ende. So, Banner. Alter, die Karte ist dezent überfordernd. Es sind bestimmt noch zwei oder drei Bauplätze. Zwei Bauplätze, die ich komplett übersehen habe. Alter, hier müsste doch bestimmt noch irgendwann da. Ich finde die Idee mit den ganzen Wachtürmen hinter der Mauer mega geil. Aber wo zum Fick ist denn hier noch ein Bauplatz? Hier ist doch sicher noch irgendwo einer. Aber schau dir mal die Fläche an. Hier könntest du so viel noch hinsetzen. Und da gibt es einen Grund, warum sozusagen so viel Platz ist. So, jetzt bin ich... Ah, guck! Schaden! Ich wusste es doch, irgendwo ist noch einer. Aber ich glaube, der ist sogar relativ gut von meiner Nase. Da wird noch einer baut, okay. Bedeutet, ich werde jetzt dann meine zwei Garnisonen mal upgraden. Genauso wie alles andere, was ich für Waffen habe. Dich kann ich nicht upgraden, du musst dich selber upgraden. Dich kann ich auch nicht upgraden. Bereit? Bereit? Reiter! Reiter, to arms! Habe ich hier irgendwie sowas Schönes? Launch mal enemy values. Warte, habe ich da jetzt hinten auch richtig gesehen, dass ich da irgendwo ein Mauerstück wieder stehen habe? Aufsetzen, nee. Bogenschützen! Kann ich rein theoretisch einfach hier mal. Ah, guck mal, das kann ich auch als Cook-System verwenden. Hier ist Isengard. Entschuldigung! Ah, cool, das kannst du sozusagen wie das Auge verwenden. Halt nicht bewegbar, aber du kannst ein bisschen spotten. Das ist natürlich cool. Das sind auch wieder so kleine Tweaks, die man gleich kennenlernen muss, einfach weil sie einem extrem viel bringen können. Bist du schon geupgradet? Nee, bist du noch nicht. Kann ich euch eigentlich immer sagen, nee, kann ich nicht. Das wäre zu schön, wenn man sagen könnte, okay, zu zweimal upgraden. Aber ich glaube, darüber hat früher nie jemand nachgedacht, dass man das machen könnte. The garrison has been expanded. My friends. Wir müssen dieses Land halten. Elben, seid bereit. Wir beschützen die Elbenländer. So. Oh, geil, dann ist das jetzt geupgradet. Ich kann... Bedeutet, unsere nächsten Upgrades gleich mal gönnen.
Das Problem ist, ich kann jetzt zum Beispiel hier nicht rausrennen. Bedeutet, ich muss mit den Endstation hier jetzt rauslaufen, um von dort anzugreifen. Auf eure Pferde! Auf eure Pferde! Kämpft! Wir müssen mal so eine Neuvertonung machen, das ist bestimmt witzig. So, ich hab das gehabt. So. Kohle fliegt raus hier natürlich immer. Oh, was ist das? Nado Ifilie. Ihr Haltor. Bevor sie Galadriel arrived, these Tailorin Elves had already lived in Lorien. What the fuck? Fahren die normalerweise da? Oder habe ich die noch nie einfach gesehen in meinem Leben hier? Bleibt wachsam! Bleibt wachsam! Ich liebe das immer so nachsprechen einfach. Wahrscheinlich voll nervig. Oh, Galadriels Armor ist auch fertig. Wir müssen vorsichtig sein. Kannst immer noch upgraden. Holy shit, Moroni! Jetzt sind alle voll bestückt. We've tempered the blades. So, bedeutet, hier unten ist ein. Hier müsste Gond. War ja Gond, bedeutet, hier oben wird. Mordor sein. Mordor würde ich als zweitgrößte Gefahr sehen. Isengard als die größte, weil die immer eklige Einheiten haben meistens. Deswegen liebe ich eigentlich Isengard zu spielen, weil die Einheiten relativ günstig im Vergleich zu dem sind, was sie können, teilweise. Auf jeden Fall im Normalgame ist es so. Und hier ist Gondor, aber Gondor ist so ein bisschen durch Brücken abgehängt, bedeutet, die kann man, denke ich, relativ gut im Zaum halten. Alleine hier müssen sie hier drüber und dann hier drüber. Weil sie kommen einmal an, einer nicht beschützten Stelle vorbei, aber hier können sie nicht eindringen. Sie können zwar hier lang laufen, aber da, dann kommen irgendwann noch direkt wieder die Türme, die beschützen. So. Bereit? Schutzarmer. Seid wachsam! Euch noch die Upgrades geben. Okay, die Upgrades sind hier durch. Hier entlang, Bogenschützen. Wir gönnen uns jetzt einfach mal direkt einen Angriff, weil why not? Schau mal, reiner Bogenschützenangriff der Elben. Alles geupgradet. Wir beschützen die Elbenländer. Reitet! Oh, Falttüren, schick. Hierher, Elben! Hier entlang! Also sie sind teilweise ein bisschen verwirrt, das sieht man wieder. Reiter! Yalla! Yalla! Yalla, yalla in Kavala! Wir beschützen die Elbenländer! Auf eure Pferde! Was ich hier zum Beispiel merke gerade ist, dass wir teilweise. Wir müssen dieses Land halten! Elben, seid wachsam! Alternate Weapon. Ah, die kann ich upgraden, okay. Yalla, yalla in Lembasbrot. Was heißt Lembas hier? Wo war das Lembasbrot? Hier. Elven units regain health while outside of combat. Oh, das ist natürlich richtig böse. Seid wachsam. Kommt schon. Kommt schon. Kämpft. Kämpft für Mittelerde. Vorwärts. Bogenschützen finde ich auch immer zum Beispiel in Total War. Wir könnten mal Total War die Dinge sagen. Ich habe noch ein relativ neues Total War. Das könnten wir mal spielen. Oder mal schauen, wie sich ein Herr der Ringe Mod mit Bogenschützen. Ey, ihr wollt mich verarschen. Bereitet den Bösen ein Ende! Direkt auf die Festung. Streckt sie nieder! Verschont niemanden! Ja, das sage ich auch, deswegen greife ich gerade an. Komm, die kriegen jetzt ein bisschen Schaden hier. Wuhu! Spickt es mit Pfeilen! Bereit,
bereitet den Bösen ein Ende. Nee, erstmal die da. Die Festung kriegt eh schon schön Damage. Also als ob wir mit der Division jetzt sozusagen vernichten können. Zielen! Zielen! Wir können gleich mal da drüben laufen. Wir haben den Frieden wiederhergestellt. Jawohl! Frieden ist wieder da, Jungs. Bogenschützen. Und so Bogenschützen sind natürlich extrem gut auch wiederum, ne? Das ist so eine Sache. Wo war mein Ending da? Maximal 8 Stück und natürlich Baumbart noch dazu bedeutet auch heftige Ability. Wenn man es so sieht. Streckt sie nieder! Man hat natürlich dann ein bisschen mehr Einheiten als normal. Marschiert! Bereitet den Bösen ein Ende! Bereitet dem Bösen ein Ende! Schießt! Reißt es nieder! So. Zack, zarack und runter geht's. Ich werde mir auf jeden Fall mal umschauen für die Total War Mods von Herr der Ringe. Vielleicht können wir uns da was richtig Geiles gönnen. Wäre natürlich mega cool, denke ich mir, weil Herr der Ringe in Total War, wenn man so richtig geile Einheiten hat, macht natürlich noch, denke ich mal, um einiges mehr Spaß. So, ich werde uns mal hier ein paar Bodeneinheiten auch gönnen. So 6 Stück. Die billigsten. Und dann rücken wir mit denen auch von hinten wieder raus. Dazu stoßend. Weil die heilen sich jetzt passiv, das ist natürlich mega geil. Aber Leute, ich würde sagen, die letzten 2 Angriffe machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.